So, ja, Grüße aus dem Wald bei Plauen. Neben mir steht der Thomas. Thomas, wie viele Leute hast du hier mitgebracht? Das sind ja auch schon ganz schön viele hier, oder? Wie viele seid ihr insgesamt so? Circa 20. Wir waren 50 zum Aufräumen. Ihr wart 50 zum Aufräumen. So, und ihr seid jetzt Geocacher. Was muss man sich da erstmal für diejenigen, die das schon mal gehört haben, aber nicht genau wissen, darunter vorstellen? Wir sind die, die mit dem GPS-Gerät durch Wald, Feld und durch die Stadt rennen und nach Tupperdosen suchen. Was ist in diesen Tupperdosen drin? Vor allen Dingen ein Logbuch, wo man sich einträgt mit seinem Cacher-Name und kleine Tauschgegenstände. Ich bin ja persönlich auch so, spazieren gehen ist ja nicht so mein Ding. Ne? Das ist bei euch, glaube ich, ähnlich. Ihr geht spazieren, aber mit Ziel. Kann man das so sagen oder kriegst du eine drüber? Nee, kann man so sagen. Kann man so sagen. Also ihr habt ein GPS-Gerät und damit, ihr wisst, zu den Koordinaten müsst ihr hin, könnte man so grob sagen. Genau. Was habt ihr jetzt hier alle zusammen gemacht, außerhalb dieser Caching-Tätigkeit, sag ich mal so? Ich habe auch was gehört von Sido-Woche. Ja, ein Sido-Event haben wir veranstaltet. Also Cash-In, Trash-Out, Büchse in Wald räumen, Müll mit rausnehmen, sozusagen. Und das fand weltweit statt, wurde überall gemacht. Und ihr seid diejenigen, die hier unseren Sobotnik, unseren Fleißpreis für Bürgerschweiß jetzt bekommen haben. Der Abschlusspreis, ne? Ihr seid der krönende Abschluss heute hier, eine ordentliche Ration Gerstensaft. Und habt hier den Plauner Stadtwald aufgeräumt. Ungefähr wie groß das Areal, was ihr beräumt habt? Von hier bis zur Autobahn ungefähr. Jetzt hilf mir mal, von hier bis zur Autobahn, die Autobahn sehe ich nicht, ich höre sie nur im Hintergrund, hier vielleicht hier auch. Berg hoch, einen Kilometer. Also das ist schon eine ordentliche Fläche. Wie viel Müll habt ihr weggefahren? Wie viele Container weggefahren haben wir es nicht, wir haben es hier gesammelt, an vier Stellen abgelagert, waren vier große Haufen. Was habt ihr da so gefunden, so für Skandale im Wald? Viele Reifen, Traktorreifen, Einkaufswagen, das komplette Fenster. Ja, und was sonst alles so rumliegt. Plastikflaschen, was man immer findet. So, und jetzt versprechen wir alle eins. Wir haben hier jede Menge Flaschen, aber wir lassen davon keine hier liegen. Auch wenn wir jetzt trotzdem zum Freitagnachmittag ausnahmsweise kurz vor 18 Uhr schon mal anstoßen. Na, ihr Lieben, Prost! Prost! Prost!